günstige Lautsprecher braucht das Land. Und Tronsmart kennt ihr vielleicht schon. Das ist ein chinesischer Hersteller, den wir schon seit Jahren begleiten und regelmäßig mit vorgestellt haben. Die unverbindliche Preisempfehlung bei dem liegt jetzt hier so bei 80 Dollar. Als Import aus dem EU-Lager bei Geekbuying zum Beispiel kann man den schon für rund 70 Euro bestellen. Oder man sagt, okay, ich mache das über Amazon und da liegt man ungefähr bei 100 Euro. Da habt ihr erstmal eine grobe Einordnung, was dieser nach IPX7 wasserdichte Lautsprecher mit 50 Watt Leistung und drei Treibern und Passivmembran eigentlich so Schönes kann. Ja, leuchten kann übrigens auch. Genau, und den gucken wir uns heute mal an. Und weil einer nicht reicht, haben wir zwei da. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ihr könnt einen Speaker mit dem anderen koppeln und habt dann quasi eine Stereo-Wiedergabe. Und man kann jetzt fast sagen, man verdoppelt sozusagen die Lautstärke oder das Musikvolumen, was in den Raum reingestreut wird. Und das gilt für die Mittel- und Hochtöne und auch den Tiefton. Und das machen wir natürlich auch. Ich bleibe aber erstmal bei einem und den schauen wir uns jetzt halt eben an. Also, man sieht schon, das Ding ist portabel. Wir haben hier einen Tragegriff, der quasi auch flach gelegt werden kann. Das ganze Gehäuse ist mit Stoff belegt, ummantelt und ist auch wasserdicht. Man sieht hier noch so ein paar Reste vom Wasser. Ich habe den vorhin nochmal zum Tauchen gebracht. Wir haben die Bedienelemente, wie man sie kennt, also an, aus, Bluetooth-Kopplung, beziehungsweise wenn man den 3 Sekunden hält, kommt man in den Stereo-Pair-Modus. Das macht auf beiden Lautsprechern, da verbinden die sich. Dann haben wir hier Equalizer-Modus, dann haben wir quasi zwei Modi, die wir abrufen können. Wir sehen, dass das Ding an ist. Wir sehen den Akkuverbrauch, beziehungsweise den Akkustand. Laut, leise, Play, lange halten, Track überspringen, beziehungsweise drauf tippen bis zur maximalen Lautstärke. Ich mache das mal ganz kurz. Und dann kommt irgendwann ein Pling und dann weiß man, ich bin auf voller Lautstärke und dann geht die Musik auch weiter. Das kann man leider nicht ausstellen, aber okay. Ansonsten, wie gesagt, Tronsmart ist ein Hersteller, den es schon seit Jahren gibt und die schon seit Jahren eigentlich für günstige Lautsprecher dastehen und mittlerweile auch eine echt gute Qualität haben. Auf der Unterseite können wir dann auch mal nachlesen, dass wir hier das Modell Mirtune oder Mirtune S100 haben. Die Akkukapazität ist jetzt hier nicht angegeben, aber wir haben eine 8000 mAh Akku drin, beziehungsweise 7,4 Volt. Das macht dann 4000 mAh. Wir haben an der Seite Passivmembrane, die natürlich auch beleuchtet sind. Ja, man sieht so ein bisschen, kann ich natürlich auch deaktivieren. Und die Spielzeit mit 50% Lautstärke ohne aktivierten LEDs soll bei 20 Stunden liegen. Also sagen wir mal so, wer jetzt ein bisschen lauter hört und LED mit bei hat, wird vielleicht so bei 12 bis 15 Stunden mit hinkommen. Ich habe den jetzt zwar schon eine ganze Weile mit an, aber bis ich 20 Stunden Musik voll habe, da vergehen bei mir normalerweise Wochen, weil ich höre eigentlich so gut wie keine Musik und auf Arbeit eigentlich auch nicht, weil da konzentrieren wir uns dann halt auf die Arbeit. Aber das ist es. Und was ich immer sehr geil finde, und das vermisse ich bei anderen Herstellern auf jeden Fall, ist, wir haben natürlich einmal einen USB-Typ-C zum Beladen des Akkus. Dann gibt es einen USB-Port, in dem ich dann einen USB-Stick einfach reinstecken kann. Und der hat jetzt hier Musik zum Beispiel drauf. Und dann spielt er das auch direkt. Und steckt sich die wieder raus und dann geht er zu der letzten Quelle zurück. Wer jetzt noch tatsächlich Micro-SD-Karten mit Musikwiedergabe hat, oder mit Musik drauf, kann die hier auch einspielen. Das funktioniert genauso. Ansonsten 3-5er Klinke und einen Reset-Button, wenn man mal das ganze System zurücksetzen will. Anhand der dicken Gummilippe sieht man natürlich auch, ja, das ist wasserdicht. Und ich habe den, wie gesagt, vorhin auch schön untertauchen lassen. Die Kopplung erfolgt übrigens per Bluetooth 5.3, das heißt latenzfrei. Also das heißt, ob ich jetzt Musik wiedergebe oder ein YouTube-Video angucke oder am Zocken bin, die Musik wird instant auch so wiedergegeben, wie es als Bild bei euch auf dem Telefon abgespielt wird. Hallo. Klappt? Klappt? Ja, also ich höre dich. Oh, meine Stimme, hört sich hier auch super an über den geilen. Oh ja. Also, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben eine Freisprecheinrichtung, das fehlt den meisten Lautsprechern ja. Das heißt, ihr könnt Anrufe direkt hier annehmen und dann auch die Gespräche führen. Natürlich kann da jeder mithören und es kann vielleicht auch mal mit meiner Stimme zu einer kleinen Rückkopplung kommen. Aber im Prinzip habt ihr eine Freisprecheinrichtung, was manche vermissen und in dem Preissegment. Und wenn man sich da auch die Konkurrenz anguckt von JBL oder von mir auch aus Soundcore, die haben das nicht verbaut. Wem das wichtig ist, hier ist es drin. So, jetzt würde ich sagen, wir kommen erstmal zum Klang. Und danach nochmal zur Einschätzung des Klangs und zu der App. Das, was unser Mikrofon aufnimmt und was die Filter und Begrenzer und Regler dahinter einstellen, um
Störungen und Überschneiden und so weiter zu verhindern, kann dazu führen, dass das bei euch in der Aufnahme jetzt vielleicht gar nicht so laut bei rauskommt oder mit dem Bass, den ich hier auf dem Tisch habe. Das ist halt wirklich immer ein Unterschied zu dem, was man mit den Ohren wahrnimmt, was man auch vielleicht sehen kann, was ins Mikrofon geht und was ihr meinetwegen dann übers Handy anhört, weil im Handy habt ihr so gut wie gar keinen Bass drin und wer jetzt nicht gerade Kopfhörer auf hat oder über eine Anlage guckt, wird den Bass, der jetzt hier rausgekommen ist, auch nicht wirklich wahrnehmen. Das müssen wir wahrscheinlich immer noch mal mit ansprechen, weil ich glaube, das vergessen immer ganz viele. Und an einem Review auf YouTube auf dem Handy könnt ihr die Klangcharakteristik und Qualität nicht wirklich beurteilen. Nur zu einem bestimmten Prozentsatz, aber nicht komplett. Manchmal im Studio immer noch ein bisschen was anderes, die Dinger irgendwie nochmal direkt vor der Nase zu haben und beide zu aktivieren. Und dann wird man nochmal echt überrascht, wie sich da quasi das Volumen im Raum mit den gesamten Tönen und Tiefgang einfach gefühlt verdoppelt. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, das macht dann einfach einen riesen Unterschied. Es ist natürlich die Frage, ob man sich tatsächlich zwei Stück davon kauft, weil dann seid ihr beim Import auch bei 135 bis 140 Euro und wenn ihr auf Amazon dann kauft, dann seid ihr mit zwei Stück halt auch eben bei 200 Euro. Das muss man erstmal investieren wollen. Ihr habt es mitbekommen, ich habe währenddessen die Lautstärke hoch und runter gestellt. Ich bin im meisten Fall bei zwei Drittel der Lautstärke geblieben, weil da finde ich, kann der Bass, der hier drin verbaut ist, und das ist ein 7x9,3 cm großer Treiber, der hier vorne ist. Wir haben nochmal 32 mm Tweeter, also Hochtöner, und eben die Passivmembrane, die den Bass nochmal passiv mit rausschieben oder drücken, verbaut. Die fangen dann bei voller Lautstärke an, nicht mehr so sauber zu klingen, beziehungsweise die Hochtöne sind dann zu schrill und zu dominant. Ich persönlich mag es, wenn Hochtöne ein bisschen kräftiger sind, dann kann man halt viele Details einfach auch ein bisschen besser wahrnehmen. So sind die zumindest nicht dumpf und stumpf im Hintergrund, aber bei voller Lautstärke übertönt das dann so ein bisschen, klingt nicht mehr so sauber. Regelt man das ein bisschen runter, klingt das wirklich vernünftig und es hat mir auch im Test gut gefallen, weil auch hier die Basssubstanz, und da muss ich aber auch wieder sagen, es kommt immer auf die Musik drauf an, die ihr hört und konsumiert, wie tief so ein Bass da quasi gemastert ist und was das Gerät hier wiedergeben kann. Der Frequenzbereich, der hier angegeben ist vom Hersteller, liegt bei 50 Hertz bis 20.000 Hertz. Ob wir jetzt die 50 Hertz erreichen, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich da keine Messtechnik für habe. Aber der Bass, der rauskommt, und das habt ihr vielleicht auch ein bisschen an meiner Reaktion gesehen, als ich dann spätestens die zweiten angeschaltet habe, der ist schon cool, krass, da kommt wirklich was raus. Es gibt bestimmt Leute von euch, die sagen, ich brauche noch mehr Bass. Das kann das Gerät jetzt nicht liefern. Ich finde aber, für die meiste Musik hat das ein wirklich solides, gutes und recht tief spielendes Bassfundament, wo man sagt, das untermalt die Musik vernünftig, klingt aber nicht dumpf, stumpf, ist im Vordergrund, sondern es rundet die Musik ab. Also es ist halt nicht so eine Partymaschine, die basslastig nach vorne drückt und irgendwie ganz viel Druck rausbringen will. Der kann schon relativ
aktiv spielen und einen guten Druck rausbringen. Aber das liegt dann halt wirklich speziell mit einer Musik. Im Serienkopplungsmodus kann der wirklich wunderbar das rausknallen. Da merkt man auch, das, wie gesagt, ich habe schon gesagt, das verdoppelt sich gefühlt. Die Mitten und Hochtöne kommen, wie gesagt, ziemlich gut raus. Die Mitten sind nicht im Hintergrund, die sind klar verständlich. Auch wenn ich jetzt das Stereo-Pairing anhabe, dann kann ich links und rechts wahrnehmen, wenn es verteilt wird. Die Hochtöne sind tatsächlich ein bisschen höher angesetzt, ein bisschen dominanter. Mir persönlich gefällt es, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen mein Defizit im Ohr ist, um das auszugleichen. Wenn ich dann auf diesen Equalizer-Button drücke, merkt man aber einerseits, je nachdem, welchen Modus du drin habe, das wird ein bisschen basslastiger, ein bisschen dumpfer oder die Hochtöne kommen mehr raus. Und ab der bestimmten Lautstärke-Überschreitung merkt man, dass die Hochtöne dann einfach zu dominant sind. Da kann man natürlich den anderen Equalizer-Modus nehmen, um das dann wieder ein bisschen runter zu regeln, oder man reduziert die Lautstärke einfach. Grundsätzlich finde ich aber das, was die Hochtöne hier wiedergeben, finde ich wirklich gut. Wenn einem das nicht gefällt, ich habe es gesehen, ich habe währenddessen ja auch mal kurz im Equalizer mit rumgespielt und nur den Bass angehoben. Ich kann natürlich auch die Hochtöne ein bisschen reduzieren. Das bedeutet, auf voller Lautstärke könnt ihr die Hochtöne einfach auch ein bisschen reduzieren und dann habt ihr da nicht so ganz das Fiepen auf dem Ohr. Ich merke nämlich gerade, es jingelt gerade auch in meinem Ohr, weil ich halt sehr nah dran saß. Das bedeutet aber, es ist auch eine echt hohe Lautstärke, die hiermit abgeliefert wurde. Grundsätzlich muss ich sagen, der Klang, den ich jetzt mir da jetzt in den letzten Tagen mit reingezogen habe an sämtlichen Musikstücken, ich finde ihn echt gut. Und das ist, braucht sich gar nicht verstecken. Also weder vor einem JBL noch vor einem Soundcore. Hier muss man aber einfach sagen, Musik ist eine persönliche Geschmacksfrage. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Und der andere sagt, das ist totaler Kernschrott, würde ich mir gar nicht kaufen. Kann ich alles nachvollziehen, obwohl das mit dem Kernschrott nicht, weil die liefern ab und die machen ja auch was. Das klingt auch nicht verkehrt. Wie gesagt, auf euren Aufnahmen weiß ich nicht, wie es jetzt klingt, aber nehmt das mal einfach so als Hintergrundgedanken mit. Also mir hat es wunderbar gefallen und wie gesagt, gerade im Stereo-Modus kann der nochmal richtig rausdrücken. Und wenn man das dann meinetwegen neben dem Fernseher stellt, weil man das irgendwie als Bluetooth-Setup vom Fernseher haben will oder an dem PC oder allgemein nur zur Musik hören, dann hat man eine schöne große räumliche Verteilung im Raum und ganz schön viel Druck. Also für zwei so eine kleinen Geräte machen die schon echt ordentlich Rabatt. Ich habe leider keinen JBL-Lautsprecher in der Größe mit da, auch den Soundcore Boom. Erste Generation, den großen, der lag auch damals über 100 Euro, den haben wir leider auch nicht mehr da. Weil ich hätte die ganz gerne irgendwie nochmal mit vorgeführt und gezeigt. Wobei ich glaube, der Soundcore Motion Boom 1, so nenne ich ihn mal, der hatte noch ein bisschen mehr Bass, der war noch ein bisschen drückender. Das Gerät ist aber auch ein bisschen größer gewesen und sah auch ein bisschen günstiger aus und hatte nicht die Anschlussmöglichkeiten wie dieses Gerät hier. Also muss man da auch quasi wieder abwägen zwischen etwas Kompakten und was Großen, was ein bisschen mehr Bums macht. Das Ding ist halt, wie gesagt, auch wasserdicht, es kann mit rausgenommen werden. Ihr könnt damit ja am Strandparty machen oder im Garten oder im Wald oder was weiß ich wo, wenn ihr das machen wollt. Die Lautstärke ist groß genug. In der Freifläche verläuft sich der Bass da natürlich ein bisschen. Das kann man hier mit dem Innenraum oder hier auf dem Tisch nicht vergleichen, aber auch da kann man eigentlich eine gute Lautstärke mit abziehen. Spätestens wenn man einen zweiten gekoppelt hat, wenn man das machen will, hört man einfach dann auch definitiv einen Unterschied. Die App selber ist sehr einfach gehalten. Also ich muss mich dafür nicht anmelden in erster Linie. Ich klicke dann den einfach an und dann sucht er den und dann ist er dann auch direkt verbunden, aber so richtig abgespeichert ist er nicht. Ich sehe dann hier den Akkustand, ich kann dann hier die Lautstärke mit einstellen, Play, Pause. Das ist dann im Prinzip das hier im Vorfeld. Ansonsten kann ich den ausschalten, ich kann die Firmware aktualisieren, da gibt es aber gerade nichts und ich kann den trennen. Firmware-Version 043 haben wir jetzt gerade drauf. Dann gehen wir einfach zurück und dann haben wir hier quasi den Equalizer-Bereich, wo ich dann halt das Standard-Setup habe, den Soundpuls, was mir persönlich besser gefallen hat, weil da einfach Mitten- und Hochtöne nochmal ein bisschen mehr rauskommen. Dann kommen wir von diesem manchmal leicht dumpfen Klang ein bisschen weg. Ansonsten tiefer Bass, Felsen, also Rock soll es sein. Man merkt, glaube ich, die Übersetzung ist wieder nicht ganz so, nicht so gut gelaufen. Und dann haben wir halt im Prinzip den Equalizer, den wir dann in kleinen Bereichen mit anpassen können und dann das so anpassen, wie wir das wollen. Und dann haben wir die Möglichkeit, direkt die Quellen anzusprechen. Also wenn ich jetzt eine Micro-SD-Karte drin habe oder eine Festplatte, kann ich die direkt ansprechen oder es wird automatisiert gemacht. Wir haben den Stereo-Pairing-Modus, der aktiviert ist. Den kann ich natürlich dann auch wieder deaktivieren per Klick und dann ist es weg. Ich kann hier natürlich dann auch hier die LED-Gedönslichter an- und ausmachen und auch komplett ausmachen. Also wer das nicht will, der kann das so haben. Also die App braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt aber hier zumindest die Equalizer mit durchgehen und ein paar Sachen anpassen. Wie gesagt, gut ist, ihr müsst euch nicht anmelden. Und wer die App nicht braucht und sagt, mir reicht das so, dann ist es auch okay. Also, wenn wir noch einmal kurz zusammenfassen wollen, wir liegen irgendwo in einem Preisbereich von 70 bis 100 Euro, je nach Anbieter, vielleicht auch mal mehr oder weniger. Das ist mal nur ein zeitlicher Einblick, wie es aktuell gerade steht. In 3 Wochen, 4 Wochen oder 5 Wochen weiß ich natürlich nicht, was sie kosten. Vielleicht gehen die Preise auch noch weiter nach unten. Und dann ist das ein sehr interessantes alternatives Modell, was man sich als Bluetooth-Lautsprecher kaufen kann. Ja, die Optik ist bekannt. Die Optik ist inspiriert von großen anderen Herstellern wie JBL oder von mir ist auch Soundcore. Und alle bedienen sich an irgendeinem Format und irgendwas, was schön ist und funktioniert, wird halt
irgendwo kopiert. Das ist völlig normal. Bedienelemente sind jetzt nicht beleuchtet, funktionieren aber gut. Das heißt, man kriegt alles mit hin, was man machen will. Man kann ihn auch hinstellen. Dann steht er zwar wie die Banane da. Die Passivmembrane sind beleuchtet. Man kann es ausschalten. Der ist halt wasserdicht. Wie gesagt, hier ist immer noch eine Fontäne Wasser drin. Der spielt aber direkt auch weiter. Also ich muss ihn nicht erst ausschütteln. Wir haben einen Tragegriff. Wir haben einen wirklich guten Bass. Wir haben vernünftige Mitten- und Hochtöne. Die Hochtöne können sogar tatsächlich auf gewisser Lautstärke ins Schrille hochgehen. Man kann es im Equalizer anpassen. Man kann es über diesen Button hier vorne auch mit anpassen. Da haben wir zwei Profile. Also von meiner Seite aus ist das Ding eigentlich schon sehr interessant für den kleinen Anspruch, wenn man halt eben auch nichts Großes braucht. Es gibt natürlich, wie gesagt, Konkurrenzen, die größer sind. Die bringen natürlich auch ein bisschen mehr. Aber das, was der hier abliefert, finde ich echt gut. Und gerade wenn ich den im Stereo-Modus gekoppelt habe, ballert der richtig raus. Und ich brauche hier nicht die volle Lautstärke, weil die zwei Drittel, die ich jetzt ausgeschöpft habe, die reichen mir als Lautstärke komplett aus. Und wie gesagt, danach kommt so nicht ganz so einer schönen Tonwiedergabe, könnte ich per Equalizer aber anpassen. Ansonsten ist die App praktisch nutzbar, bietet kleine Funktionen, man muss sie aber nicht benutzen, man muss sie nicht anmelden. Finde ich auch gut. Und letztendlich ist Tronsmart hier in einem Segment unterwegs und mit einem Klang, wo ich sage, brauchen Sie sich nicht verstecken. Also die machen seit Jahren wirklich gute Lautsprecher, mal klein, mal größer und immer in einem günstigen Segment. Und ich finde, die haben hier auch wieder abgeliefert. Und ich habe jetzt hier irgendwie auch keine großartigen Kritikpunkte. Maximal vielleicht die Gesamtlautstärke, die nicht ganz ausgereizt werden kann, oder die Akkulaufzeit, die halt eben ohne LED und nur bei 50% Lautstärke bei 20 Stunden liegt. Das heißt, realistisch sind wir vielleicht bei der Hälfte, wenn wir LED anhaben und eine etwas höhere Lautstärke als normal 50% haben. Aber das liegt ja mal an euch und an eurer Nutzung. Und deswegen kann ich da manchmal auch gar nicht genau sagen, wie weit komme ich da mit einem Akku. Das ist wie beim Smartphone. Jeder benutzt das Ding anders und hat Apps mehr drauf oder weniger. Und das ist hier genau das Gleiche. Aber funktioniert. Beide funktionieren. Beide lassen sich schnell koppeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ich würde sagen, das war's. Haut rein. Links in der Videobeschreibung. Ich bin wieder weg und freue mir noch ein bisschen hier die Ohren voll. Aber ich mache hier Stereo-Kopplung.